Ja, es ist 17 Uhr. Ich stehe auf dem Gimpel. Der Gimpel hat mich komischerweise mehr angestrengt und ich empfand ihn als steiler als im Winter. Ja, und von dort komme ich her. Ja, Köllespitze halb hinauf. Die Schneid ist rechts davon zu sehen und links im Hintergrund die Gernspitze. Ja, dann seht ihr hier rüber ins Lechtal, die ganzen Lechtaler Alpen. Das Wetter ist immer noch im grünen Bereich. Ja, und auch wenn man hinausschaut ins Flachland Richtung Gründen. Ja, und dann dort, wo ich herkomme heute Morgen, hier in der Bildmitte, noch bei 4 Grad und Nieselregen auf dem Aggenstein, dann rüber zum Brentenjoch und dem Rossberg, gequert übers Füssner Jöchle an der kleinen Schlicke entlang zur großen Schlicke, dann runter ins Tal zur Musauer Alm, dann, das sieht man jetzt nicht, rauf zum Gernjoch, dann auf die Gernspitze hoch, dann auf die Schneid, die sieht man rechts, gerade in der Sonne, in der Bildmitte die Köllespitze, die ging aufgrund eines Schneefalls, das etwas gefährlich war, ging das leider nicht. Ja, und mittlerweile stehe ich auf dem siebten Gipfel, 3 stehen noch bevor, einen seht ihr hier unten, die Rote Flüh. Der kommt im Anschluss und dann über den Friedberger Klettersteig geht es noch rüber bis zur Läuferspitze und dem Füssner Jöchle. Ja, und dazwischen sind noch so 1, 2 kleine Gipfel, die auch noch mit reinkommen.